Moin moin und herzlich willkommen zum Part 9 meiner Leveling-Serie. Wie ihr seht, habe ich die Flask noch gefarmt im Blood Aqueduct und gehe jetzt in The Descent, um einfach weiterzukommen bzw. weiter in der Story voranzuschreiten. Ist auch relativ kurz, der Akt. Genauso wie der Akt 10. Die sind sehr, sehr schnell erledigt, kann man sagen. Akt 10 ist bei mir ein bisschen länger, weil ich da noch das Lab halt mache. Aber ansonsten sind das wirklich sehr, sehr kurze Akts. Und hier gibt es halt noch einige Skillpunkte, die man mitnehmen kann durch die Sidequests. Also sehr angenehm. Stormbrand schlägt sich auch gefühlt irgendwie immer besser. So mehr Level halt die Spell Gems bekommen, umso besser sind sie halt dementsprechend. Mein Setup hat sich auch nicht mehr geändert, ist immer dasselbe. Jetzt habe ich einmal beim Vorbeilaufen auch 4 von 5 Beasts irgendwie gefangen. Auch nicht schlecht. Also hier ist einmal Delirium, nehmen wir aber nicht mit. Erschwert das Ganze nur. Natürlich könnte man das mitnehmen, wenn man irgendwie ein bisschen Currency oder sonstiges braucht. Oder vielleicht auf dem Cluster Jewel spekuliert. Die kann man auch relativ gut am Anfang verkaufen, wenn diese Min-Passives haben. Aber ja, ist halt ein bisschen schwieriger, die zu bekommen. Und kommt dann auch darauf an, was gerade so Meta ist. Dass man sagen kann, ja, ist es wert. Und ich würde die dann auch so ein bisschen craften, dass man irgendwie eventuell im Harvest 3 Mods drauf craftet. Dann kriegt man die auf jeden Fall sehr gut verkauft. Oder wie gesagt, wenn es Meta ist, kriegt man sie auch so verkauft, wenn es wirklich die minimalen Passives sind. So, jetzt holen wir uns hier noch das Quest-Item. Damit wir in die nächste Ebene kommen können. Die Brands werden nachher halt noch schneller, was halt ganz cool ist, wenn man mit Badge of the Brotherhood und Frenzy Charges spielt. Hat man so 9 bis 10 Frenzy Charges und Power Charges. Und dementsprechend hat auch um einiges mehr an Car Speed. Spielt sich dann einfach noch besser das Ganze. Aber das kann man dann in meinem Leak Start Video sehen. Also ich mache dazu noch ein Leak Start Video, weil ich mit dem Char auch in die 317 Liga starten werde. Aber das werdet ihr dann sehen. Es dauert um ein, zwei Tage, denke ich, bis ich das auch hochlade. Beziehungsweise bis das Video fertig ist. Jetzt gehen wir einmal in die City. Und sprechen einmal mit Petarus und Vanya und mit Zinn. Und dann bekommen wir jetzt das Item, um diesen, ja, Sandsturm da aufzulösen. Damit wir in die nächste Ebene kommen. Und hier müssen wir halt Chakari töten. Also erstmal müssen wir das Sand Pit finden. Und dann töten wir Shakari. So ein Mehrphasen-Boss. Also erst tötet man ihn und dann muss man noch einen Weg laufen. Beziehungsweise man tötet ihn nicht am Anfang, sondern man haut ihn in die Phase. Also man muss wieder einen bestimmten Life-Wert erreichen vom Boss. Und dann müssen wir weiter erstmal zum Boss oder zu dem eigentlichen Boss oder zu dieser eigentlichen Arena laufen. Und dann töten wir diesen. Also hier sieht man auch diesen, ja, ich weiß nicht, wie man es nennen soll, diesen Wurm oder was oder den Schwanz einfach von Chakari. Da darf man nicht zu schnell vorwärts laufen, weil sonst kommt der nicht hinterher. Also wenn man sehr viel Movement Speed hat, so ein bisschen langsamer laufen, deswegen laufe ich hier auch ein bisschen langsamer und töte aber ein paar mehr Gegner. Jetzt sieht man ihn, dass er hier einmal durchgecharged ist quasi. Und der wird dann hier dementsprechend gleich auftauchen. Oder ist das schon, aber ein bisschen schlecht zu sehen gerade. Und dann geht er halt wieder weiter. Wie man sieht. Und wieder in die gleiche Stelle. Am besten sich davon treffen lassen. Und jetzt geht er gleich nochmal zu dem Eingang oder zu diesem Arena-Raum quasi. Und dann ist eigentlich der eigentliche Bossfight in meinen Augen. Hat jetzt noch zwei Drittel live. Und hier laufen wir mal ein bisschen im Kreis, damit wir nicht gehittet werden. Weil der Schwanz ja diese Attacken wieder hier macht. Von Chakari.
Springt da oder gräbt sich immer ein und springt halt hoch, wo man steht. Am besten einfach in Bewegung bleiben. Dann überlebt er das Ganze auch. Und am besten auch hinter ihm stehen, wenn er an der Oberfläche ist. Weil er so einen Cleave nach vorne macht. Dann loggen wir auch so wieder ein. Kriegen einen weiteren Skillpunkt. War ein bisschen schnell beim Klicken. Und dann gehen wir wieder zurück. Und gehen vom Wegpunkt aus nach Norden. Beziehungsweise ein bisschen nordöstlich. Damit wir in die nächste Ebene kommen. Dann sind wir schon in The Foothills. Da gehen wir auch zum Wegpunkt. Der ist ein bisschen weiter rechts oben. Oder auch wieder nordöstlich, wenn man so will. Gibt ja keinen Norden, Süden, Westen, etc. auf der Minimap, aber ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Wenn ihr rechts am Rand halt langlauft, dann findet ihr den Wegpunkt auch, wie man hier sieht. Da geht man erstmal in diese Ebene hier rein. Boiling Lake. Da brauchen wir auch noch ein Quest-Item, sonst kommen wir nicht weiter. Aber selbst der droppt auch ganz gut, wenn ihr ihn vielleicht selber macht. Im anderen Bild hatte ich zumindest so ein bisschen auf die Erfahrung, dass es ein bisschen länger dauert, den zu töten. Hier haben wir ein Red Beast, aber das töten wir jetzt nicht. Weil die halt immer noch ziemlich hart einfach sind und viel aushalten. Mehr als die Bosse, die hier wahrscheinlich rumlaufen. Und man sieht hier auch so versteinerte Gegner, beziehungsweise ja, NPCs nenne ich sie einfach mal. Das kommt von dem Boss, die werden halt, oder kommen aus diesen Versteinerungen raus, wenn der Boss tot ist. Und das ist der Boss hier. Wie man sieht, droppt er sehr gut. Immer hinter ihm am besten stellen, weil er so einen starren Blick quasi macht, wo man halt erstarrt. Das wollen wir halt nicht. Der kann uns halt die ganze Zeit angreifen. Wir können ja nichts machen. Ein bisschen suboptimal. So, mit einfach mal hinter ihm stellen. Da seid ihr safe. Und habt auch ein bisschen Zeit, bis dieser starrende Blick halt wirkt. Aber, ja, mal als Flame Dash, da kommen wir halt relativ schnell hinter dem Boss. Auch wenn wir nicht so viel Movement Speed haben. Das ist natürlich das einzige Manko aktuell, würde ich sagen, von dem Bild. Dass wir halt nur 10% Movement Speed haben. Also auf den Schuhen. Und wir nutzen halt, wie gesagt, auch gar nichts. Also Flask-mäßig. Nicht mal eine Crit Flask oder so. Einfach nicht notwendig bisher. Weil der Damage auch so passt. Klar, kann man ja ein bisschen steigern, da geht es ein bisschen schneller, aber man hat das ja auch nicht immer 100% ab. Jetzt laufe ich hier zuerst zum Wegpunkt. Hätte man ein bisschen cleverer anstellen können und direkt links lang laufen können. Also das Trial hier ist immer auf der linken Seite. Und meistens vom Wegpunkt, so wie ich es bisher mitbekommen habe. Ich habe es, glaube ich, noch nicht erlebt, dass es nach dem Wegpunkt war. Die so eine Map gedroppt. Die nehmen wir auch noch mit. Und dann nehmen wir das Trial mit, weil wir das für das Merciless einfach brauchen. Das Merciless Lab. Damit wir unsere nächsten zwei Punkte in der Ascendancy bekommen. Das Überlap kann man leider erst in den Maps machen. Das wird auch ein bisschen angepasst. Dass man jetzt nur noch einen so einen Goddess braucht und nicht mehr alle sechs Trials ablaufen muss, um ins Überlap zu können. Das ist sehr, sehr angenehm geworden. Wollte ich hier rüber dashen, hab mal wieder Damage kassiert. Also lauft am besten einfach diesen Fallen hinterher oder versucht ihn so gut wie möglich auszuweichen und nicht so wie ich versucht, das hier darüber zu dashen, weil es nicht funktioniert. Oder ihr denn unter Umständen stirbt, wenn ihr nicht schnell genug reagiert. So, das war's auch schon. Eigentlich sehr entspannt, wenn man es richtig spielt. Na, ich sehe schon, ich habe hier irgendwie ganz schön Ping-Schwankungen drin, aber scheinbar lief das Spiel flüssig weiter. Aber wir haben das halt immer noch so ein bisschen beobachtet einfach.
Was geben die Car Speed Notes? Weil die für Stormbrand einfach sehr effizient bzw. sehr gut sind. So mehr Car Speed, umso besser. Jetzt gehen wir auf die linke Seite. Ich glaube, das ist immer gegenüber, aber ich bin mir nicht sicher. Aber das war so dieses klassische Layout, was gefühlt bei mir am öftesten kommt. Das auf der linken Seite. Einmal der die Sidequest ist, also Garukan ist das, um einen Skillpunkt zu erhalten. Und auf der rechten Seite müssen wir einen Questgegner töten, um weiterzukommen. Weil sonst kommen wir da in der Mitte halt nicht rein, wo der Wegpunkt eben war und es hinsteht. Taucht er wieder auf. Gleich. Also da so zwei Bosse, die man quasi in einem macht. Bisschen ausweichen am besten. Man sieht so ein bisschen, wo er halt auftaucht, beziehungsweise wo er ist gerade. Nur so ein bisschen unscheinbar. Man muss nur genau drauf achten. Ich logge wieder aus und wieder ein, nimm den Wegpunkt und gehen auf die andere Seite. Man könnte jetzt hier auch ins Hideout gehen und dann einfach zum Wegpunkt hin. Habe ich aber in dem Fall nicht gemacht. Das Amulett ist halt schlecht, weil wir haben halt Dexmangel, somit konnte ich es nicht tauschen. Und ja, war auch nicht so ultra gut einfach. Zinn hätte ich jetzt schon ansprechen können, aber naja, machen wir später. Und was halt an Vortex jetzt mittlerweile auch ganz gut ist, beziehungsweise an den Power Charges, die wir haben, dass wir eine höhere Range dadurch haben. Weil Vortex am Anfang hat halt schon eine kleinere Range. Und ja, durch das Aufleveln des Gems wird er natürlich auch immer besser und stärker. Das ist einfach so ein kleiner Bonus-Damage noch. Und da wir eh auf Code Conversion im Endeffekt nachher gehen, lohnt sich das Ganze einfach. Und auch der hier geht relativ gut down. Vor allem, wenn man da halt doch immer vor ihm herläuft und immer Vortex dann dementsprechend castet, läuft der oder muss der Boss halt immer durchlaufen und kriegt nochmal extra Damage. Und das war's auch hier. Und dann müssen wir jetzt quasi in Belly of the Beast. Kennt ihr schon aus Akt 4. Ich weiß gar nicht, ob es den gleichen Namen hat. Aber es sieht halt alles ähnlich aus. Nur ein anderer Boss dementsprechend dann am Ende. Ich mag die Zonen auch nicht so gerne hier, weil die machen relativ viel Fist-Damage, verteilen Bleeding. Da muss man ein bisschen aufpassen, vor allem wenn man halt ein Bild spielt oder einen Charakter spielt, der nicht viel Rüstung hat. Kann das unangenehm werden. Habe ich auch ein bisschen unachtsam, war ich ja auch. Hab man den gesehen, das war relativ knapp. Und auf der Taste 2 ist halt meine Corrupted Bleed Flask. Und halt auch Bleeding wird dadurch entfernt. Und ich habe die sonst immer auf der 1. Aber auf der 1 habe ich, meine ich, eine Instant Life Flask drauf. Deswegen hat es manchmal ein bisschen länger gedauert, bis ich das realisiert habe. Aber war dennoch okay. Und wir sind jetzt auch schon nahezu am Ende des Aktes. Also viel kommt da jetzt nicht mehr. Gehen jetzt nur noch zum Boss, beziehungsweise müssen dann nochmal Maligaro, Chavron und der dritte Name fällt mir gerade nicht ein. Noch einmal töten. Und dann ist auch schon der Boss dran und dann sind wir schon durch mit dem Akt.
Also es ist wirklich nicht mehr so weit. So, wir haben jetzt den Eingang zu Blackboard. Einmal mit Sinn quatschen und dann kommen jetzt drei Portale. Ah, Dödre fehlte. Den hatte ich jetzt noch vergessen. Dödre sind wir jetzt als erstes drin. Das war am unangenehmsten, finde ich. Man muss so ein bisschen aufpassen, dass man die Totems in dem Bossraum am besten nicht tötet, wenn Dödre in diese Zwischenphase geht. Sonst stirbt man eigentlich garantiert. Brands ist ein bisschen schwieriger. Ich hatte auch so ein bisschen meine Probleme, aber habe es dann relativ gut noch gehandelt, weil ein Totem ist auch stehen geblieben, da bin ich dann mal hingegangen. Und ich hatte auch nur eine Phase, danach war Dödre schon tot. Mit anderen Builds kann es sein, dass man zweimal das Ganze spielen muss. Aber wegen dem Chain halt auch ein bisschen böse einfach. Und jetzt bin ich halt hier hingegangen, das war nicht so gut, habe ich ein bisschen Schaden bekommen. Und jetzt hatte ich halt hier das Problem mit Vortex. Und hatte jetzt hier Stormbrand gesetzt, schon relativ frühzeitig. Aber ja, war in Ordnung. Also jetzt hat er es nochmal gemacht, aber es sind direkt umgefallen. Kein weiteres Problem eigentlich, wenn man so will. Und man hat auch ganz gut gesehen, einfach in das Totem stellen bei dieser Zwischen oder in dieser Zwischenphase. Und dann überlebt er das Ganze auch. Oder beziehungsweise bekommt dann keinen Schaden. Auch hier aus diesen Wirbeln aufpassen. Diesen lilanen Wirbeln. Und auch bei diesen Gegnern, die machen Blight. Die gehen direkt durch. Energy Shield durch im Normalfalle. Der Damage. Also wenn ihr irgendwie 500 Life habt und 3000 Energy Shield, dann seid ihr sehr schnell down bei Chaos Damage. Und das ist auch schon in einer Phase. Ab ein Drittel Life geht er da rein. Da dupliziert er sich ein bisschen. Hier nochmal ausweichen. Und das war's dann auch schon mit ihm. Und dann sind wir schon bei diesem dritten, ich nenne es mal Mini-Boss. Ich habe jetzt Kane Search noch weiter gelevelt. Ich weiß nicht, ob das gleich sogar zu hoch war. Oder ob das im nächsten Akt so war. Da musste ich dann, glaube ich, drei oder viermal Vortex casten, bis ich den Buff bekommen habe. Was natürlich zu hoch ist. Oder zu viel, damit wir ihn konstant aufrechterhalten konnten. Hier auch den Wirbeln ausweichen. Hier ist Lightning Damage. Weil wir bei Chavron sind. Macht auch eigentlich nur Lightning Damage. Den Instilling Orb nochmal mitgenommen. Und Chavron kennen wir eigentlich auch schon aus Akt 6. Bezüglich auch Akt 4. Aber in der Form, wie er jetzt so quasi ist, eigentlich eher Akt 6. War es auch schon. Den habe ich jetzt noch mitgenommen. Ich glaube, der war ein bisschen. Ah, ne, warte, der war absolut Schrott. Und jetzt gehen wir in den Bossraum. Und der Boss ist auch immer gleich aufgebaut. Da sieht man jetzt auch die Attacken. Einfach hier diesen Büchern ausweichen, kennen wir schon. Er macht halt alle Attacken, die wir zuvor eigentlich schon kennen. Außer diese komischen Bubbles vielleicht, die dem hochgegangen. In der Zwischenphase kommen mal so Skorpione. Wenn ihr genug Damage habt, könnt ihr den auch direkt töten in einer Phase. Aber haben wir nicht. Wir sind eher auf, oder haben wir eher konstanten Damage. Somit steht er ein bisschen länger. Aber ist jetzt auch nicht so eine große Zeiteinbußen. Und hier sieht man halt diese komischen großen Orbs, die er Chavron macht, nur mit Lightning Damage. Dann sind wir durch diesen Akt auch schon durch. Das war's mit Part 9. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.